Da sind wir in der Wisdom Factory und es kommt Weihnachten. Ach, heute ist eigentlich, wo wir das aufnehmen, der erste Advent. Also wir steigen ein in die eigentlich doch sehr schöne und glitzernde und freudige und was auch immer Zeit. Und wir wollen uns unterhalten, was Weihnachten bedeutet, generell und in dieser Zeit, die so ein bisschen anders ist als normal. Und dazu habe ich eingeladen Sandra Hauser und Frank Puckelwand. Mit Frank haben wir letztes Jahr schon mal ein Gespräch geführt, wo ich im Dunkeln saß, war gerade kein Strom da, aber es war trotzdem schön. Und bevor wir ins Thema gehen, dann dürft ihr gerne sagen, wer ihr seid, wo ihr seid und so weiter und so fort. Magst du anfangen, Sandra? Ja, gerne, Heidi. Ja, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Schön, sich mal über Weihnachten zu unterhalten. Ich bin Sandra Hauser. Ich wohne momentan in Bremerhaven, also in Meeresnähe. Und ja, wir kennen uns, Heidi und ich kennen uns über eine V-Space-Gruppe, eine Gruppe, mit der wir gemeinsam meditiert haben und die wir immer noch führen. Und ich bin Theologin, blogge auf www.integrales-christsein-blog. Und ja, wenn du noch irgendwas anderes wissen willst, musst du fragen. Ich Immer denke, für einen weiter. Moment reicht's und dann gucken wir mal, was wir vielleicht noch brauchen. Also du bist Theologin, hast auch mal als Pfarrerin gearbeitet, nicht? Das war's doch. Genau. Okay. Und Frank, der kommt auch aus der V-Space-Gruppe, da haben wir uns gefunden. Genau. Also wir drei haben jetzt schon etwa ein Jahr eine Geschichte miteinander. So ein Dreieck in dem Süden, Heidi, bei dir fast Rom, du Bremerhaven. Da sind wir eher in der Nähe, Sandra. Ich wohne in der Nähe von Hamburg, östlich von Hamburg und bin auch evangelischer Theologe, Pastor und habe aber keine Pfarrstelle im üblichen Sinne, sondern bin Referent. In einem Dienst und Werk und bin zuständig für Fort- und Weiterbildung im Bereich Spiritualität, geistliches Leben. Mache ganz viel geistliche Begleitung, bin da auch in der Ausbildung seit über 10 Jahren. Und ja, was soll ich noch sagen von mir? Brauchst nichts weiter sagen, Okay. aber ich komme mir eine Frage: geistliche Begleitung. Ja. Wobei ist das zum Beispiel Geburt, Sterben, Corona-Angst oder? Das habe Oh, ich da gerade. war das Wort, ja genau. Ah, ja, das C-Wort Angst Das, ja. oder was tust du da? Was bedeutet das Begleiten? Also geistliche Begleitung ist eigentlich sowas wie eine Kernaufgabe von Seelsorge. Das ist so, dass in unseren Kirchen, und wenn ich das jetzt mal so integral ein bisschen beschreibe, die orangene Zeit in den 70er Jahren dazu geführt hat, dass Seelsorge vor allen Dingen sehr therapeutisch ausgerichtet ist, also und mit den entsprechenden humanen psychologischen Ansätzen, Rogers und Tiefenpsychologie und so weiter, sodass das eigentlich Religiöse da oft in den Hintergrund gekommen ist und dass Seelsorge auch sehr stark problemorientiert, problemlösungsorientiert war. Und geistliche Begleitung ist eigentlich eher so ein Mitgehen. Also Menschen verabreden mit mir über einen Zeitraum, ein halbes Jahr, ein Jahr, regelmäßige Treffen und teilen mit mir ihr Leben und wir schauen da gemeinsam hin, immer vor diesem Horizont, was sagt das geistlich, also was bedeutet das spirituell? Und das muss sozusagen gar nicht konflikthaft sein, sondern das ist sozusagen die Frage, wie schaue ich mich und mein Leben an? Und dabei unterstütze ich Menschen. Und dabei spielt zum Beispiel auch Stille oder Segen und Gebet eine Rolle, also die alten Rituale. Und das ist schon ein bisschen anders als das, was so in den Seelsorgegeschichten sonst passiert, dass Menschen kommen und sagen, ich habe ein Problem und ich brauche jetzt eine Unterstützung. Ist das so ein bisschen Farbe zu dem Wort? Okay. Okay. Ja, ich habe hier schon sozusagen Weihnachten angefangen mit dem Weihnachtsstern. Jetzt kommt also Weihnachten auf uns zu. Und wir haben letztes Jahr schon gesagt, es ist ein Lichtfest. Also das Licht kommt wieder, nachdem die Dunkelheit den Zenit übersprungen hat. Und das hat ja in der
Wollen wir erstmal darüber sprechen, was es in der traditionellen, im traditionellen Christentum für eine Bedeutung hat? Mögt ihr das kurz mal umreißen? Ich weiß nicht, Sandra oder Frank? Vielleicht Sandra, denn Frank hat sich letztes Jahr schon drüber ausgelassen. Ich weiß natürlich gar nicht, was Frank du letztes Jahr alles gesagt hast. Also du willst die traditionelle Bedeutung wissen. Ne? Ich habe jetzt schon heute lang darüber nachgedacht, was denn die integrale und darüber hinaus Bedeutung vielleicht sein könnte von diesem Fest. Das kommt nachher. Das kommt ja, nachher. Ja, also traditionell würde ich mal sagen, steht eben tatsächlich der Mensch Jesus im Mittelpunkt von diesem Geschehen. Also wir freuen uns quasi, dass Jesus Mensch geworden ist oder als dass der Gottessohn unter uns sozusagen war. Also wir feiern eigentlich im Grunde genommen ein Ereignis der Vergangenheit. Und das wird natürlich jedes Mal, wenn wir es feiern, eben wieder Gegenwart. Also was man ja in den vielen Krippenspielen im Gottesdienst zum Beispiel sehen kann. Oder ja, wenn man zu Hause irgendeine Bescherung macht oder so, dann vergegenwärtigt man eben die Vergangenheit. Also es ist eine Art Erinnerungsfest, würde ich sagen. Es ist ja schon so ein bisschen ähnlich vielleicht wie bei Auszug aus Ägypten oder so, da ist es ja dasselbe, dass das eben auch gefeiert wird und vergegenwärtigt, so was damals passiert ist. So eine Befreiungserfahrung vielleicht, die man erinnert, um das eben nicht zu vergessen. Es ist ein Ritual, nicht? Das wir praktisch vollziehen und was ja doch irgendwie wichtig ist fürs menschliche Leben, ein Ritual zu haben oder Rituale zu haben, die dann, wie du vorhin sagst, mit orangen Bewusstseinsebene irgendwie so ein bisschen weggeschoben ist. Frank, du wolltest was sagen? Ja, ich würde das gerne noch mal ein bisschen entfalten, was Sandra gerade gesagt hat. Also für mich ist so ein Faszinosum der christlichen Feste, dass sich im Prinzip die drei Zeitlinien dort schneiden. Also es wird, so wie Sandra sagte, erinnert an sozusagen, das ist die Vergangenheitskomponente. Und dann wird im Prinzip natürlich vergegenwärtigt. Also es passiert, soll auch jetzt passieren. Das ist hochinteressant, dass in den Weihnachtsliedern, zum Beispiel von Paul Gerhardt, da bin ich selbst, mein Herz ist die Krippe, in die sich sozusagen in Gott hineinlegt und Mensch wird. Ja, und dann hat es praktisch immer auch noch den Zukunftsfaktor, also dass es auf uns zukommt. Ja, also dass dieser Horizont, das nennt man ja den eschatologischen Horizont, vor dem ist dann das, was wir jetzt erleben, auch nochmal, kriegt eine andere Wertung. Ja, also der Bonhoeffer, der hat dann unterschieden zwischen den letzten und den vorletzten Dingen. Und das kann enorm Kraft geben, die vorletzten Dinge, die jetzt sehr, sehr schwer oder schwierig sind, zu bewältigen, weil sie das Letzte eben nicht sind. Und das finde ich jetzt gerade auch in der Adventszeit, die meisten Leute haben das ja sozusagen als eine eigene Qualität ausgeblendet. Es ist vor Weihnachtszeit, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Sondern es ist eigentlich auch dieses Drama mit dem Licht, was du eben gesagt hast, das wird sozusagen in den Horizont geholt. Nicht? Sozusagen alles, womit wir jetzt kämpfen mit dem Dunkel, das tun wir in diesem Horizont, dass wir wissen, dass das Licht stärker ist. Und damit schöpfen wir Kraft, jetzt mit dem Dunkel umzugehen, selbst wenn wir noch drin sitzen. So. Und darum finde ich das so interessant, dass es, wenn man nur diese Komponente des Erinnerns hat, dann hat sie relativ wenig Kraft. Und durch diese Gegenwärtigkeit und dieses Eschatologische, das Zukünftige, dadurch kriegt es eine ganz tolle Dynamik. Ne? Das finde ich jetzt sehr spannend. Es hat ja fast irgendwie auch eine symbolische Bedeutung für die Zeit, die wir jetzt haben, aus dem Dunkel herauskommen zum Licht, nicht? Denn im Moment sieht es ja doch irgendwie ein bisschen dunkel aus, würde ich mal sagen. Ja, spannend. Wollen wir nochmal auf das Ritual eingehen oder magst du schon gleich, wir können das auch mit integral verbinden, denn da in Integralen tut man ja wieder Integrale integrieren. Da findet man nicht mehr blöd, dass man solche Dinge macht, sondern ja, ja. Vielleicht hat man andere Rituale. Aber warum nicht das christliche Ritual wieder zu integrieren und wertzuschätzen? Nicht? Darüber haben wir uns ja gefunden. Und jetzt, Sandra, darfst du gerne sagen, was du dir überlegt hast zum Integralen. Weihnachten.
Also ja, also ich finde es tatsächlich interessant, ist auch, was Frank gesagt hat über die Zukunft. Also tatsächlich wäre das vielleicht auch so ein bisschen so ein Punkt, der mir beim traditionellen Christentum, auch wenn er tatsächlich da ist, hast du recht, Frank, aber häufig einfach zu kurz kommt, glaube Ja, ich, so klar. gesehen. Ja, das ist ja das Vergessen, ne? Im Prinzip, ja. Weil ich glaube, dass das jetzt was ist, wo ich tatsächlich auch eher gesagt hätte, dass das Integral auf jeden Fall das nochmal stärker betont oder so oder mehr ins Boot holt, dass es eben sagt, natürlich ist es ein Ereignis der Vergangenheit, was wir vergegenwärtigen, aber es ist auch ein Ereignis, was sich eben immer wieder auch neu ereignet. Also was jetzt eben nicht nur Vergangenheit ist, sondern was wirklich auch immer wieder neu passiert. Also jetzt aus der Sicht der Mystik könnte man ja sagen, es wird eben nicht nur in Jesus, der da auf die Welt kommt, das göttliche Mensch, sondern das passiert eben mit jedem Säugling, was in die Welt kommt, dass das Göttliche wieder in diese Welt kommt und sich inkarniert und Mensch wird und eben ja menschliche Erfahrungen machen will, sozusagen durch uns. Und dann wird eben dieser Charakter von diesem Zukünftigen nochmal, finde ich, viel, viel offensichtlicher, weil es ja einfach dann die Frage an uns ist, wie will sich dieses Göttliche sozusagen durch uns zeigen? Was will es vielleicht durch uns erfahren? Oder was können wir selbst entdecken an Göttlichem in unseren Mitmenschen, also in der Welt und so? Also es führt uns dann auf eine Suche, die eben über dieses reine Vergegenwärtigen, finde ich, ganz schon stark hinausgeht, einfach und auch Impulse für unser Leben, also für unser Leben setzt. Ja, und unser Gefühl vielleicht auch einfach verändert für uns selbst und für unsere Mitmenschen. Nochmal auf eine ganz, ganz andere Ebene hebt. Und also wenn ich das ein bisschen aufnehme, dann habe ich zum Beispiel den Eindruck, dass sozusagen dieser große Frust, der oft mit dem Weihnachtsfest einhergeht, genau damit zu tun hat, dass man auf einer bestimmten Ebene bleibt, die aber dann nicht weitergeht, ja? Also es ist dann letztlich ist es so, dass es in dir passieren will, nicht? Also dieses ob das die mystischen Lieder sind, also werd in mir geboren, in meiner Seele, also dass ich das verkörper, das praktisch ich diese Qualität in die Welt bringe. Und wenn man dann da nur das Familienfest drauf macht und die Materialschlacht unterm Tannenbaum, dann bleibt eine Enttäuschung, weil Seele eigentlich auf etwas anderes wartet. Ja? Und das ist mit den konventionellen Dingen dann einfach nicht zu füllen. Darum ist dieses Fest so wahnsinnig aufgeladen und so wahnsinnig gefährdet, einfach weil sozusagen immer wieder die falschen Antworten auf die richtige Frage gestellt gegeben werden. Also dass diese Betonung auf harmonisches Miteinander, aber der Kern dafür, also das, was das hervorruft, das wird gar nicht benannt, kommt gar nicht ins Bewusstsein. Also für mich ist ja Nahrung der Seele und was auch gerade immer vor Weihnachten zu Weihnachten die Musik. Also Weihnachtsoratorium, das liebe ich, ja, habe es auch oft gesungen. Und ich denke, Musik ist oder auch Dichtung oder diese Dinge, Kunst, eine Labung für die Seele kann es sein. Nun ist es ja dieses Jahr, Singen ist ja verboten. Ja. Was hat dieses Jahr, welche Möglichkeit hat die Seele, sich zu laben? Selbst ist ja sowieso schon schwer, sagst du gerade, nicht? Im normalen Leben. Und dieses Jahr, was kann der Mensch an Seelenfutter finden? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, Heidi, weil ich glaube, dass ich greife jetzt mal so und mache jetzt mal ein ganz großes Wort oder ein Fass auf. Das hat was mit Mystagogik zu tun. Also im Prinzip braucht es Menschen, die andere in dieses Geheimnis, das meint Mystagogik, hineinführen. Also du brauchst sowas wie einen Fährmann, eine Fährfrau, die dich an das andere Ufer bringen, weil sonst. Also es braucht die Übersetzung, es braucht die Initiation, sonst bleibst du im Vorwege hängen, ja? Also wenn du das nicht selber
schon verkörperst oder es nicht in dir lebt, braucht es diesen Impuls von außen, der dich mitnimmt, der dich öffnet. Darum ja Rituale zum Beispiel, nicht? Das sind die Symbole. Und gleichzeitig ist es so, die musst du lesen können. Ja, also wenn Seele spürt was, also dafür braucht es nicht das Wort oder so, aber diese, wie kommt es ins Bewusstsein? Da braucht es zum Beispiel die Deutung sehr oft, nicht? Das ist, also ich habe das immer wieder erlebt, dass kaum ein Mensch zum Beispiel weiß, warum es Kugeln am Weihnachtsbaum gibt. Und dass die Kugel ist natürlich, hat sie, einmal ist sie rund, also es ist Symbol der Vollkommenheit. Und dann ist es so, dass ja ursprünglich Früchte nur an den Tannenbäumen hingen. Und das ist natürlich, das ist immer grün und der Apfel ist natürlich der Paradiesbaum, zu dem ich dann endlich Zugang habe. Und es ist nicht mehr verboten, ja. Aber wer weiß noch um diese Symbole? Und ja, und wenn sie dir nicht sozusagen das Geheimnis schützt sich selbst. Und wenn du niemand hast, der es dir öffnet, kannst du es nicht aufnehmen, sondern du guckst und denkst, ja, ästhetisch ist es schön. Seele spürt das durch die Sinne, also durch das Sehen zum Beispiel oder das Fühlen. Aber damit kommt es noch nicht so sehr in die Bewusstseinsebene, nicht? Und darum brauchst du so die Fährleute, die dich da auf das andere Ufer bringen. Das ist sehr schön gesagt. Und das ist das, was du tust. Das wäre spirituelle Begleitung. Ja, ja. Könnten wir also als komplette Laien da auch tätig werden? Naja, du kannst immer in die Bereiche führen, die du selbst erschritten hast. Ja, das ist so wie Pilgerwege. Du kannst dann andere auf Wege führen, wenn du diesen Weg selbst beschritten hast. Das ist sozusagen dann die Qualifizierung. Mhm. Und da muss man dann eben auch sehen, ne? Wie weit kann ich gehen? Oder wie ich das ja oft sehr kenne, Sandra, ich habe deinen Artikel über Synchronizität gelesen, dass mir Menschen begegnen, für die ich genau dieses Stück Weg habe, was sie erkunden wollen. Und dann bin ich der richtige Begleiter dafür. Und für ein anderes Stück Weg wäre ich es nicht. Und wenn diese Synchronizität geschieht, die ich nicht herstellen kann, aber ich kann ja wach sein dafür, dann passt es eben, ne? Und das habt ihr sicherlich ja auch schon erlebt, dass die Begegnung, das Buch, der Impuls dich erreicht, um deinen nächsten Schritt zu öffnen. Ja. Aber könnte das nicht auch so ein bisschen eine zumindest der Ursachen sein, warum so ein traditioneller Familiengottesdienst, wir ja, also jetzt dieses Jahr wahrscheinlich nicht so traditionell wie sonst, aber ansonsten gefeiert wird, dass das eben häufig schwierig ist für viele oder als schwierig erlebt wird, weil das halt nicht das ist, was du jetzt gerade, Frank, beschreibst, dass man ja jemanden irgendwie quasi diesem Geschehen einfach sich überlässt, also dass man sich eben von Impulsen, Büchern, Menschen oder so ansprechen lässt, sondern dass man eben, ja, man geht in den Gottesdienst, der halt da vor Ort irgendwo stattfindet und der Pfarrer ist sozusagen ja dann gerufen, da irgendwie salbungsvolle Worte zu allen zu sagen. Und also das kann aus meiner Sicht schon, also kann zumindest sehr, sehr schwer werden, weil jeder ja auf einem anderen gerade Wegstück unterwegs ist. Also die Krippenspiele zum Beispiel, die ja so häufig als kindliche Unterhaltung gedacht sind oder nicht. Also da ist die Kindergruppe oder die Konfis, die bereiten sich vor und machen sozusagen ein kleines Anspiel, um das sinnfällig zu machen, die Geschichte. Das kommt eigentlich aus dem Mysterienspiel. Also weil dahinter der Gedanke steht, dass in dem Moment, wo wir es spielen, ist es da. Ja, aber auch das braucht im Prinzip ein bisschen Bewusstheit, ne? Also das ist jetzt nun nicht immer das A und O, aber zum Glück weiß der Geist ja immer auch noch eine Abkürzung. Aber solange es sozusagen dann nur auf diesem
Aspekt der Niedlichkeit oder nicht, ihr kennt alle das Buch Hilfe, die Herdmanns kommen, wobei das zum Beispiel schon den Sprung hat. In der Geschichte ist bei den Herdmanns schon der Sprung drin, weil die sozusagen die Kinder, die aus dieser Normalität rausfallen, tiefer verstehen, worum es geht. Nicht? Und da wird nicht Myrrhe und Weihrauch und Gold geschenkt, sondern ein Schinken für das Kind, ja, weil davon wird man satt, das haben die begriffen und damit wird das plötzlich ganz erfahrbar, nicht? Also so das Spiel wird plötzlich ernst so und da denke ich, da fehlt uns sehr häufig auf dieser Ebene was, sondern es ist dann einfach nett oder so und das ist leider ein bisschen wenig, aber gleichzeitig denke ich, die Lieder und all das, das ist so ein Gesamtkompositum. Und da weiß man nie, wo es einen erwischt. Also da kann eine Nebenbemerkung oder ein Ergriffensein plötzlich mich total treffen und sagen, dafür bin ich diesen Weg dahin, zu diesem Ritual gegangen. Ne? Ich möchte aber meinen, dass Kinder, wenn sie jung genug sind und sowas mitspielen, ein Engel spielen oder ein Hirten spielen oder was, dass das schon tief wahrgenommen werden kann und Auswirkung hat auf einen, während ein Erwachsener vielleicht das nur nett findet, aber wenn ich jetzt plötzlich ein Engel bin und habe dann eine umbringende Botschaft und so, ich denke schon, dass das mehr bei Kindern auslösen kann, also natürlicherweise auslösen kann. Ich weiß nicht, Sandra, deine Kinder, hast du das schon erlebt? Dafür sind die noch zu klein. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das extrem viel in Gang setzt, ne? Wenn man sich mit so einer Figur dann identifiziert im Zuge des Spielen und so. Was ich eben ganz interessant finde, ist, dass, wenn man das jetzt mit den orthodoxen Kirchen vergleicht, bei denen ist ja eigentlich jeder Gottesdienst so ein Mysterienspiel. Ne? Und was ich jetzt halt interessant finde, so in diesem Vergleich, ist ja, dass bei uns das ja die Ausnahmeerscheinung ist. Also einmal im Jahr gibt es normalerweise so ein Mysterienspiel. Gut, außer jetzt jemand macht das an Ostern auch noch, auf häufigen Falle von Familiengottesdiensten oder so, haben wir das durchaus auch gemacht oder kenne ich das. Aber normalerweise ist das eher so die Ausnahme. Und das, was dann immer noch passiert bei uns, was irgendwie traditionell, also zumindest wie ich das aus der lutherischen Kirche kenne, noch dazugehört, ist halt irgendwie, dass man auf jeden Fall noch den Pfarrer hört, dass es irgendwie noch so was drumherum gibt und so weiter. So als ob, also ich finde, das suggeriert immer, als ob dieses Mysterienspiel selber nicht genug wäre. Und das finde ich irgendwie total seltsam, weil wenn man das jetzt einem Orthodoxen sagen würde oder so, dann würde der sich total wundern, weil für den ist das ja das A und O. Also da gibt es keine Einführung, Hinführung, Hinleitung oder irgendwas, sondern da wird einfach gespielt. So wie in einem Theater ja auch keine irgendwie drumherum gibt normalerweise, sondern der Vorhang geht auf, das Mysterienspiel findet statt, man wird irgendwie bewegt, wie auch immer, was einen dann anspricht, ist ja individuell total verschieden und danach geht der Vorhang eben wieder zu, also ohne irgendwelche Kommentare und so weiter, einfach, man wird in dieses Geschehen so wirklich reingerissen und ich finde, dadurch bekommt es dann ja auch eine andere Intensität eigentlich. Aber durch dieses Ganze, also so wie ich das einfach kenne aus der Praxis, durch dieses Ganze drumherum, nimmt man eigentlich diesem Mysterienspiel ganz, ganz viel von seiner Kraft und von seinem Geheimnischarakter. Empfinde ich so derzeit. Also ich kann mich daran erinnern, in der Kindheit, für mich war Weihnachten ungeheuer wichtig. Dann haben wir eben dann auch Lieder gesungen und so und diese Kerzen und wenn man klein genug ist, ne, das ist einfach was Wunderbares. Und wenn einem das nicht geboten wird, kann ich mir vorstellen, dass es den Kindern, also vergleichsweise, das was fehlt. Und dass ich es ganz schade finde, dass im Zeitalter der Aufklärung und des nicht integralen Bewusstseins darüber weggegangen wird, wenn man jetzt in modernen Bewusstsein ist. Im Grünen vielleicht schon wieder, aber da wird es ja auch verändert, ne? Entsprechend. Magst du noch ein bisschen oder ihr drüber sprechen, was das eigentlich bedeutet, dieses Mysterienspiel? Was es für eine Botschaft bringt? Magst du anfangen? Wollen wir uns mal rantasten? Also es ist ja interessant.
Also wenn wir jetzt tatsächlich bei diesem Mysterienspiel bleiben, hat es biblisch zwei Wurzeln, also zwei Traditionen. Es ist einmal das, was im Matthäus-Evangelium erzählt wird. Und da gibt es die Protagonisten, das sind die Magier, die Magioi, die Weisen aus dem Morgenland. Das ist ja im Prinzip hoch interessant, dass sozusagen Menschen, die nichts mit dem Judentum oder mit dem zu tun haben, aber um die Bedeutung des Kosmos wissen. Also die wissen, die Zeichen des Kosmos zu lesen und sind bereit, eine Heldenreise zu machen. Ja, das wäre, glaube ich, das Bild, nicht? Sie verlassen ihren bekannten Ort und wagen es sozusagen dem Stern ihrer Sehnsucht zu folgen, nicht? Und gehen in die Irre, ihre Bilder scheitern, sie gehen nach Jerusalem und denken natürlich, also Hauptstadt, Palast, da ist sozusagen, da spielt die Musik und durch den Umweg aber wieder werden sie gelenkt. Also es ist total spannend, diese kleine Geschichte. Und dann finden sie etwas, was völlig normal ist, nämlich arme Menschen, eine Frau, die gerade ein Kind bekommen hat. Also etwas, was sozusagen ein Urbild von Menschsein ist, das Geburt, dass das Leben weitergeht, also das Wunder von neuem Leben. Und sie gehen anders nach Hause, so heißt es fast. Also sie gehen einen anderen Weg zurück, weil sie träumen, dass sie nicht so zurückgehen sollen. Also sie sind in der Lage, erst sind sie außen geleitet durch Stern und Wissen und dann sind sie innen geleitet, weil sie träumen. Ja? Und alleine dieses Matthäus 2 ist der Hammer für mich. Also das ist schon alleine wert, es zu erzählen, aufzuführen. Und dann sind es plötzlich eben drei Könige, ne? Also weil natürlich sind es königliche Menschen und woher kommt die Dreierzahl? Sie kommt von den Gaben, da steht nichts von dreien, aber es ist Gold, Myrrhe, Weihrauch, also drei Gaben, drei Personen und so weiter. Das ist der eine Strang dieses Mysteriumspiels, ja? Dass im Prinzip die Völker, das ist hochinteressant in der Kunst, wie diese drei dargestellt werden, oft ein schwarzer König dabei, also Afrika, ein farbiger Orient und ein weißhäutiger, also für den nördlichen Teil der Welt, der bekannten Welt. Also die ganze Welt kommt an den Rand der Weltgeschichte, also nicht dort, wo die Musik sonst spielt von Macht und Einfluss, sondern da, wo es unbedeutend ist. Und da spielt das eigentliche Wunder sich ab. So. Und diese Geschichte sagt für mich eben dieses, mach es genauso, ja, mach dich auf den Weg, folg dem Stern deiner Sehnsucht, lass deine Bilder, lass dich überraschen, lass dich verwirren und dann wirst du finden und es wird dich verwandeln. So, ich höre auf. Aber ihr merkt, das ist eine Geschichte, mit der ich ganz, ganz stark lebe auch, die ich ganz wunderbar finde. Und in dem Mysterienspiel selber kommen die dann irgendwie und bringen ihre Gaben und dann sind sie wieder weg. Aber so wie ich euch das jetzt eben erzählt habe, das ist alles in der Geschichte Matthäus 2 zu finden. Das finde ich total. Entschuldigung. Ich fast auf Lukas 2 zu sprechen kommen jetzt. Okay. Ich wollte nur kurz sagen, das finde ich total spannend und auch sehr symbolisch, ne? Auch für die heutige Zeit sehr symbolisch. Also ja. Es ist nicht im Palast zu finden. Nein. Nicht da, wo die Musik spielt, wo die Machtverhältnisse sind, sondern woanders. Die Weisheit führt dich woanders hin. Ja, gibt es noch einen Satz noch und dann höre ich auf. Von Karl Rahner, der auffordert eben, diese Suche zu machen. Und was bringst du mit? Das Gold deiner Liebe, die Myrrhe deiner Schmerzen und den Weihrauch deiner Sehnsucht. Und das ist genug. Also das hast du bei dir und das kannst du schenken. Das finde ich wunderbar. Das ist so ein ganz berühmter kleiner Satz von Karl Rahner, dem großen katholischen Theologen. Lukas 2, Sandra? Ja, also man kann ja da fast an das anschließen, was du gerade gesagt hast, mit dem am Rande spült sich's ab. Ja, eben nicht im Palast und was jetzt ja auch zu unserer Zeit, finde ich, gerade schon auch passt irgendwie, es hat auch mal was sehr Systemkritisches, die Weihnachtsgeschichte. Also natürlich haben wir heute ein ganz anderes System,
Wir leben heute nicht im Römischen Reich. Das Römische Reich war sicherlich zu der Zeit eben sehr, sehr groß, sehr mächtig und wurde zumindest so auch empfunden. Also, ich sage mal, wurde so empfunden. Und das merkt man natürlich den Verfassern von diesem Evangelium auch an. Sehr interessant ist ja das Lied auch von der Maria, er stützt die Mächtigen vom Thron. Also da hat es ja schon irgendwie sehr rebellische Züge in diesem Evangelium auch drin. Und dann beginnt es gleich damit, dass Maria und Josef sich eben auf eine staatliche Anordnung hin an einen bestimmten Ort begeben müssen, in dem Fall die Geburtsstadt von Josef. Experten sagen heute, dass das sehr unwahrscheinlich ist, weil es ging ja eigentlich um die Schätzung also des Vermögens der Person, der betreffenden Person, um dann jeweils davon eben die Steuer dann zu erheben. Also je nachdem, wie viel jemand Vermögen hatte, desto mehr musste eben Steuern zahlen an das Römische Reich. Und um das sozusagen rauszufinden, musste man natürlich wissen, wo diese Person lebt, was sie an Vermögen hat und das dann eben schriftlich festhalten. Und deswegen sagen einige heute, dass das Blödsinn ist mit der Geburtsstadt, weil die wenigsten Leute weil das einfach keinen Sinn macht, weil es viel mehr Sinn macht, die Leute dorthin zu schicken, wo sie eben gerade wohnen, und dann dort zu untersuchen, was sie auch haben. Ja? Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil das ist einfach schon sehr, sehr lange her. Und was sie damals an Praxen hatten im Römischen Reich, das ist zu großen Teilen eben doch noch Mutmaßung. Aber es gibt eben Quellen, die sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es eben nicht die Geburtsstadt war. Trotzdem. Hin oder her, wie es auch war, es war das Römische Reich, es war eine Anordnung, sie mussten sich dem fügen und ich finde, es ist sehr grausam, wenn man sich vorstellt, dass die Maria ja schwanger war und offensichtlich ja sehr hochschwanger, also weil sonst, sie hat ihn ja auf die Welt gebracht. Man weiß natürlich auch nicht aus der Geschichte, ich habe mir vor einiger Zeit gedacht, vielleicht war er auch eine Frühgeburt, ne, Jesus. Also natürlich steht es da nicht da, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ hoch, wenn man sich vorstellt, dass sie eine sehr strapaziöse Reise in einem hochschwangeren Zustand auf sich nehmen musste. Und dann, wie es ja berichtet wird, nicht mal in Herberge, also nicht mal irgendwie einen gescheiten Ort gefunden hat für sich, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das auch nicht so toll lief, sage ich jetzt mal, mit der Geburt und so, dass das alles andere wahrscheinlich als traumhaft war für diese Maria. Und ja, es ist ja so wirklich, sage ich mal, eines vom Schlimmsten oder vom Dunkelsten, was sich Menschen eigentlich vorstellen können, solche Situationen zu erleben und in so eine Situation reinzukommen. Es ist ja eigentlich schon eine sehr dunkle Situation von den beiden, ja. Sie sind da gezwungen, dahin zu gehen, obwohl sie ja eigentlich was sehr Frohes erwarten, nämlich die Geburt von einem Kind. Sind sie an einem völlig fremden Ort. Niemand von uns würde sowas freiwillig gerne machen. Sie dürfen nicht im Krankenhaus, gut, gab es damals nicht, aber es gab trotzdem sicherlich wesentlich angenehmere Orte. Also ich denke, damals war die Hausgeburt auch das Normale. Aber auf jeden Fall war es garantiert nicht, also war keine geplante Traumgeburt, sondern genau das Gegenteil. Und in diesem tiefen, finsteren, da scheint dann aber das Licht. Also das ist für mich auch so die zentrale Sache. Also zuerst muss es aber sehr, sehr dunkel werden, damit dieses Licht wahrscheinlich noch heller strahlen kann. Darf ich noch was dazu erzählen? Was interessant ist, wenn die Krippenspiele aufgeführt werden, dann sieht es immer so aus, als wenn dieses sogenannte himmlische Szenario für alle einsichtig ist. Also es ist da durch die Engel, die dann auf die Bühne kommen und so weiter. Aber die Geschichte selber erzählt es so, dass einigen Randfiguren, die Hirten, die haben eine Erscheinung. Und aufgrund dieser Erscheinung machen sie sich auf den Weg und gucken nach dieser Geburt. Und sozusagen der Ort selber dieser Geburt, der ist so, Sandra, wie du geschildert hast, normal und kläglich und erbarmungswürdig einfach und grausam. So, da ist nichts von Engelschören und so, sondern das ist die Dimension, die verborgen ist, nicht? Und von Maria heißt es denn, sie behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Also sie hört das und sagt, aha, das, was ich hier gerade durchmache, ist etwas Besonderes, und knüpft an ihre Erfahrung mit dem Engel natürlich an.
Aber erstmal so diese Unterscheidung von was ist sichtbar, was ist unsichtbar, die finde ich auch nochmal total spannend. Ja, also das ist nicht so der Vorhang geht auf und das himmlische Szenario tritt auf, sondern es ist alles sehr, sehr normal mit diesen schwierigen Umständen. Und dann braucht es diese Deuterebene. In diesem Falle sind es die Engel, die dann diesen Hirten sagen, da ist was Besonderes. Und was sie dann finden, ist eben das Normale. Aber sie sind sozusagen aufgrund dieses Impulses dahin geschickt worden. Ne? Und da werden diese Ebenen dann wieder deutlich. Nicht? Nicht das, was so normal erscheint, hat noch eine andere Ebene. Aber wie kann ich die sehen? Ne? Wer weist mich darauf hin, dass in diesem Normalen das Besondere zu finden ist? Das finde ich eine gute Botschaft für die heutige Zeit, wo wir doch immer irgendwas Besonderes und extra und sonst wie haben wollen und dann enttäuscht sind, dass es eben dann doch nicht Besonderes ist. Vielleicht suchen wir eben an der falschen Stelle, ne? Nach was Besonderem. Stattdessen wäre es eigentlich im Normalen und im auch, sagen wir mal, Bescheidenen, mehr Bescheidenen oder so. Also ich spinne das jetzt gerade so ein bisschen vor mich hin, nicht? Und dann habe ich jetzt das Gefühl, wir werden ja jetzt wahrscheinlich gezwungen zu einem bescheideneren Leben in den nächsten Jahren. Jetzt kommt eine ganz komische Idee. Ist das vielleicht auch so gemeint? Das habe ich nicht verstanden. Ob das vielleicht so gemeint ist, dass wir wieder zu einer anderen Art des Lebens kommen sollen, zu einer bescheideneren Art des Lebens kommen. Das kam mir gerade so als Idee. Vielleicht, dass wir eben einfach zu weit gegangen sind und deswegen solche fürchterlichen Sachen passieren, wie sie jetzt passieren, wobei ich das C-Wort nicht unbedingt meine, sondern das, was drumherum passiert, ist einfach mal in die Runde schmeißen. Was haltet ihr von Vorsehung? Also ich würde die Situation heute oder vielleicht allgemein dieses Weihnachtsgeschehen noch mal ein bisschen anders deuten wollen, nämlich als Geburt ja von irgendwas Neuem. Also durch jeden Menschen kommt ja was Neues in die Welt. Und durch Jesus kam natürlich, würde ich jetzt sagen, überdurchschnittlich extrem viel Neues in die Welt. Ja, also vielleicht so. Und diese Geburt des Neuen ist ja sowas, was ja manchmal vielleicht ganz leicht ist, ja, wie wir das auch von Geburten kennen. Also es gibt ja Geburten, die laufen einfach ganz easy going. Es gibt so Frauen, die sagen, ja, ich bin halt ins Krankenhaus gefahren, dann habe ich das Kind mitgenommen, so ungefähr. Und es gibt halt es gibt auf jeden Fall auch Schwangerschaften und dann anschließende Geburten, die einfach sehr, sehr schwer sind, die sich lange hinziehen, wo man Angst hat bis zum Schluss, ob es auch wirklich gut geht und ob wirklich das Kind auch quasi lebendig oder auf jeden Fall gesund rauskommt. Also, und man sagt ja auch immer so, dass auf jeden Fall zwei Dinge sehr vorteilhaft sind für eine gelungene Geburt. Es ist einfach Hingabe, also loslassen und sich diesem Geschehen einfach überlassen. Das ist auch meine persönliche Erfahrung. Und wenn man sich irgendwie dagegen sträubt oder sich irgendwas unbewusst dagegen sträubt, sei es beim Kind selber, sei es bei der Mutter, diesem Geschehen, dann kommt es eben zu Störungen, also im Geburtsverlauf. Und wenn ich das jetzt auf das Weihnachtsgeschehen oder auf so neue Zeitabschnitte übertragen würde, also Geburt des Neuen, dann ist es eben genau dasselbe. Also lassen wir das Neue wirklich zu? Also lassen wir zu, dass sich irgendwas verändert in unserer Gesellschaft, in unserem Zusammenleben? Ob das jetzt bescheidener ist oder nicht, ist ja dahingestellt erstmal. Aber dass es auf jeden Fall radikal erstmal das Alte in Frage gestellt wird. Oder sträuben wir uns eben dagegen und sagen, wir wollen wieder in die ganz normale Normalität zurück, weil es ja jetzt gerade auch immer wieder neu heißt, so die neue Normalität, aber jeder will quasi angeblich wieder in irgendeine Normalität zurück. Vielleicht ist das auch ein Problem. Ja, Normalität im Sinne von das Kind dann im Arm halten können, ohne eine Maske aufsetzen zu müssen, das wäre schon erfreulich, nicht? Oder das Kind auf dem Spielplatz frei spielen lassen können oder in der Schule. Das wäre diese Art von Normalität, hätte ich mir schon wünschen. Ja. Ja, klar, das ist ohne Frage so, ja.
Aber dieses Übertriebene, ich meine, ich lebe relativ bescheiden hier so auf dem Land und ich habe Holzofen und das Holz müssen wir also immer selber holen oder hacken oder sägen oder was. Ist nicht jedermanns Sache, aber es ist nicht so total überkantelt. Als ich letztes Jahr mal in Frankfurt war, an der Zeil, war mir kein Begriff vorher und da bin ich ja fast zusammengebrochen vor. Dachte, das gibt es doch gar nicht. Ja. Also abgedüst, ja, diese Kaufpaläste. Ne? Hm. Und in dem Sinne frage ich mich, ob wir da nicht wirklich übertrieben haben und gemeint haben, wir könnten alles haben und auf jeden Preis, zu jedem Preis. Hm. Das Äußere, ne? Und dieses Innere einfach mal weg. Das ist doch nicht so wichtig. Mir fiel gerade ein Krippenbild ein, was nochmal einen Aspekt wichtig aufnimmt. Ich habe eben geguckt in meinen Dateien, ich habe es nicht als Bild. Ich hole es mal kurz, ja? Macht mal einfach weiter, ich bin sofort wieder da. Ja, was hältst du davon? Ja, also natürlich gebe ich dir vollkommen recht. Also die Normalität im Sinne, dass man sich wieder wie früher, sage ich jetzt mal so, in der schönen alten Zeit Anfang des Jahres, dass man sich einfach quasi frei irgendwie bewegen konnte, ohne irgendwie, sage ich mal, ohne diese seltsame neue Angst zu haben oder diese Bedrohung irgendwie zu empfinden. Das ist durchaus der Fall. Allerdings weist uns, finde ich, die heutige Zeit ja auch sehr deutlich darauf hin, dass es eben andere Dinge gibt, die vielleicht problematisch sind. Ja? Also da könnten wir jetzt ewig ausholen, was das vielleicht dann im Einzelnen ist. Aber auf jeden Fall könnten wir das ja schon als Impuls auch nehmen, irgendwie zu sagen, ah, vielleicht will ja was Neues geboren werden und dann einfach mal zu fragen, wie könnte denn das Neue aussehen, indem wir uns dann wohlfühlen, also mal positiv umgedreht, weil momentan ist ja so, ich weiß, dass die allermeisten gehen ja immer von Worst-Case-Szenario aus, also bei all dem, was gemacht wird und worüber gesprochen wird, sagt man immer, das Worst-Case ist halt so und das wollen wir vermeiden, aber man könnte das ja auch einfach umdrehen und sagen, was ist denn das Best-Case, also wie wäre es denn am besten überhaupt, für uns und für unsere Welt, also wie wollen wir es eigentlich wirklich haben? Und ich finde es seltsam, dass darüber so wenig eigentlich gesprochen wird. Also es wird immer geguckt, der Teufel wird ständig an die Wand gemalt, also von Medien, von Leuten und so, ununterbrochen. Aber wer malt denn dieses hoffnungsvolle Bild an die Wand, wie wir es eigentlich wirklich wollen? Also wo wir wirklich uns wohlfühlen dann und wo auch eine Zukunft für uns drin ist. Und das wäre jetzt das Neue, was vielleicht geboren werden möchte, wenn wir es zulassen. Ja. Soll ich mal mein Bild zeigen, was ich mal gucken? Ich hoffe, dass das ist, ich weiß nicht, ob das Vézelay ist, also eine französische Kathedrale, eine gotische oder romanische, ich weiß es nicht, 12. Jahrhundert oder so. Es ist ein jedenfalls in einer Kirche eine Darstellung, ja. Und für mich ist, ich habe mir die vergrößern lassen und so wie eine Ikone und die steht immer unter meinem Weihnachtsbaum. Es ist mein Krippenbild, was ich jedes Jahr habe. Und das ist für mich der Inbegriff von Integration, dieses Bild. Also in der Mitte das Neue, in der Gestalt des Kindes. Mhm. Die Höhle, das bin natürlich ich, ja, mein Herz. Das Dunkle, in das das Licht kommt. Und dann seht ihr die weibliche Person, die ist begeistert, die offenen Hände, ja. Also das ist die Geste des Entzückens, des Erstaunens. Und dann die männliche Figur hat den Kopf in der Hand. Und das ist auch die Geste des Zweifels, des, na, was das wohl wird, die Sorge, die Angst, ja. Und dann seht ihr die beiden Tierköpfe auch da, ja. Das ist für mich wunderschön. Also es wird das Dunkle und das Helle integriert, das Männliche und das Weibliche und das Tierische. Ja? Alles hat seinen Platz. Und da ist Frieden. Ne? Und alle Gefühle dürfen da sein. Das ist für mich sozusagen immer, da sitze ich dann in der Weihnachtszeit, wenn ich meditiere und bete, sitze ich immer vor diesem Bild.
und sagt, das ist wie ein Spiegel oder das möge in mir geschehen. Nicht? Also dass das integriert ist, nicht? Weiblich, männlich, menschlich, tierisch, triebhaft, hell, dunkel und dieses Kind, was das Neuwerden verkörpert. Sehr schön. Ja, danke. Mir gefallen diese beiden Kuhköpfe. Die sehen so gütig und freundlich, gucken die hinunter auf das Kind oder auch neugierig, ja, irgendwie, aber ganz, ganz lieb und ja, nicht wie wir immer sagen, Tiere. Auf Italienisch heißen die ja sogar Le Bestie. Ja, das, ja, ja, na, ja. Das sind keine Bestien, das sind. Ja. In den Legenden, in den Geburtslegenden ist es so, dass das Kind praktisch unter die gelegt wird, damit ihr warmer Atem dieses Kind wärmt, nicht? Also das ist in dem Volksfrömmigkeit ausgeschmückt bis zum TZ. Und das, darin bildet sich immer auch dieses Wissen um die Einheit ab, nicht? Und dass das eben nicht gegen uns ist oder fremd, sondern es ist Teil. Und wir sind darauf angewiesen, nicht? Wie Atem natürlich. So. Das finde ich ganz schön, nicht? Der warme Atem der Tiere wärmt das Kind. Ja, und die Tiere sind auch für viele Menschen, die jetzt alleine sind zum Beispiel und keine anderen sehen dürfen, sind die Tiere ganz wesentlich, dass man jemanden Total. Zum Streicheln hat und sorgen kann und so. Mhm. Also ich würde euch nochmal einladen, so eine Art, ja, man kann es Segnung nennen, aber auch Vorschlag oder für die Menschen, was sie heute dieses Jahr aus Weihnachten machen können, vor allen Dingen, wenn sie allein sind, aber auch wenn sie nicht allein sind. Wie können sie das so erleben, dass sie Freude finden können? Ihr könnt auch gerne eine Praktik, irgendwas scheren, ja, Englisch, teilen, ja, eine kleine Anleitung geben oder wir machen gemeinsam was und sie können es danach vollziehen zusammen mit uns oder habt ihr da irgendwas, was ihr hättet? Oder auch einfach nur schöne Worte? Also ich glaube, genau schöne Worte braucht es eben gerade nicht. Also das ist genau das, was mich auch an Weihnachten ganz oft irgendwie auch stört, muss ich sagen. Oder wo ich einfach sehr stark negativ irgendwie Erinnerungen und Assoziationen habe, diese schönen Worte an Weihnachten. Also weil Tatsache ist ja, das ist jetzt nicht nur durch die heute, also es ist ja nicht nur heute so, sondern es ist ja schon so, dass Weihnachten einfach immer schon so ein bisschen auch ambivalentes Fest war für viele. Also nicht nur jetzt für Menschen, die natürlich, also die alleinstehend waren oder so, die einfach niemanden hat, wo du jetzt sagst, wo vielleicht wirklich nur die Katze mitgefeiert hat oder so, sondern natürlich auch einfach für Familien, wo die Familienverhältnisse schwierig sind, wo man sich arrangieren muss und so. Also es gibt ja, sage ich jetzt mal auch tatsächlich, es ist ja eher der Einzelfall oder Ausnahmefall, dass jetzt so eine Familie so glücklich und harmonisch miteinander ist, dass da Weihnachten immer quasi traumhaft verläuft. Ja, es ist also es ist immer irgendwie, finde ich, auch eine angespannte Situation für viele Weihnachten. Und jetzt in der Zeit jetzt, finde ich, ist es nochmal herausfordernder für viele. Also, und da stimme ich jetzt dem Frank auch irgendwie zu, also da braucht es Menschen, die begleiten, also die wirklich so irgendwie, die was weitergeben können, was dann auch wirklich hilft in so einer Situation. Weil ob das Problem ist, dass Alleinsein ist an Weihnachten oder dass sich allein fühlen unter vielen Menschen oder einfach plötzlich mit ganz vielen Dingen vielleicht emotional konfrontiert zu werden, also es mögen ja viele schwierige emotionale Situationen sein. Und da ist schon die Frage, wie kann ich damit jetzt umgehen? Also sicherlich nicht durch das Hören von schönen Worten, sondern schon durch Praxis. Genau, da kommt mir noch eine Frage. Wisst ihr darüber, ob es irgendwelche solche Notfall-Telefonservice gibt, die sowas leisten könnten? Ich weiß darüber nicht Bescheid. Gibt es das für alleinstehende Leute in solchen Situationen?
Da gibt es ja die Telefonseelsorge in Deutschland, ne? Das ist ja, das ist so, die ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar. Dieses regional so eingeteilt, es gibt so eine 0800er Nummer, ist also auch umsonst und du kannst, kannst da immer, das sind geschulte Leute, das ist schon eine Hilfe, nicht? Also, und die haben total zu tun um Weihnachten, nicht? Weil Menschen tatsächlich einsam sind oder plötzlich alles hochgekocht kommt. Also das würde ich immer empfehlen, nicht? Die Telefonseelsorge da anzurufen. Da kann ich die Nummer raussuchen, Nee, und das mache ich. Das mache ich eben okay, einmal. gut. Die veröffentlichen wir dann unten drunter. Ja, aber eine Praktik jetzt so, die wir gemeinsam kurz machen können. Wir haben ja nicht mehr so sehr viel Zeit. Irgendeine Atemübung oder was meint ihr, was da helfen könnte, um. Gleich, un momento. Also die Nummer. Pass auf, ich Sag. mache das einmal, ich gebe einmal den Bildschirm frei, ja? Okay, gut. Na, jetzt ist, okay, jetzt ist mein, so, seht ihr da oben? 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Das sind die beiden Nummern, die bundesweit erreichbar sind. Das ist für Deutschland, für Das ist Österreich für und Schweiz Deutschland. wissen wir es nicht. Müsste man selber, müsste man selber gucken. Okay. Ja, danke. Also ich habe, müssen wir vielleicht nochmal gucken, ob wir uns was Gemeinsames einfällt, aber eine Praxis, die ich persönlich in der Weihnachtszeit mache, ist, ich nehme mir die Lieder vor und ich lerne dann zum Beispiel sowas wie von Paul Gerhardt auswendig. Ich stehe an deiner Krippen hier. Also ich mache die alten Worte zu meinen. Und gerade dieses Lied, Ich stehe an deiner Krippen hier, ist für mich eins der mystischen Lieder. Und in der 9. Strophe, da kommt das auch vor. Nämlich, seht ihr, Ja. dass ich selber, lass mich doch dein Kripplein sein. Also das ist die Strophe, in der gesagt wird, ich bin es, in das hineingelegt werden soll, dieses Geheimnis, nicht? Und nun kann man sagen, das ist eine furchtbare alte Sprache, aber das sind so Fährten, das sind die Fährten der Mystik, mit der man, mit denen man leben kann. Und das ist ja auch eine Erfahrung, dass es nicht Verschiedenes braucht, sondern an einer Sache bleiben, nicht? Zum Beispiel an einer Strophe. So, ne? Oder wenn ihr hier nochmal seht, die 2. Strophe, da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen, gar ehe ich dich kannt erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wollest werden. Das ist für mich ist eine der schönsten Strophen, nicht? Also das Dann werde ich sie dir mal gerade singen. mach Da mal. ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt erkoren. Oh, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Okay, wunderbar. Das nächste Mal üben wir es vorher. Ja, genau. Aber das sind wunderbare Lieder. Ich habe die früher sehr Ja. oft gesungen, so auch eben gerade in der Kirche. Ne? Es Ja. gibt auch ein Kunstlied davon mit dem Text, aber das weiß ich jetzt auch Das nicht mehr. weiß ich auch nicht Schon mehr. lange her, meine Zeit als Sängerin und Chorleiterin ist schon lange her. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber es gibt es ja auf YouTube, nicht? Ihr könnt euch das anhören. So Und ist es, genau. ja, und Weihnachtsoratorium, auch wenn es jetzt nicht in der Kirche gibt, es gibt es ja Gott sei Dank in so vielen Formen, bei so vielen Kanälen, kann man immer wieder anhören. Und ich werde es mit Sicherheit tun. Und dann mit dem Bild von dir. Vielleicht kannst du mir das abfotografieren Das und mache ich schicken. und schicke es euch. Also das wäre nämlich auch so ein Tipp.
eben halt zu sagen, ich setze mich davor und identifiziere mich mit diesen Figuren, ja, das sind alles, ich gehe da rein in dieses Bild und in diese Gefühle, vielleicht auch in das Nicht-Verstehen des Tierischen, was einfach da ist und guckt und in der Mitte das, was neu wird, der Gestalt des Kindes. Das wäre so eine Übung, die man machen kann. Ja, wunderbar. Dann danke ich euch ganz herzlich. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und dir, Sandra, mit deinen Kindern, dass sie das Mysterium sehen, das Glitzern. Wie alt ist der Jüngste? Jetzt ist er noch nicht mal ein Jahr, nicht? Ja, noch nicht mal ein Jahr. Ja, Wahnsinn. Und da ist es ja gerade so schön. Was ich noch kurz vielleicht sagen möchte, also ich finde tatsächlich, man hofft ja immer, an Weihnachten ist es so ideal irgendwie alles. Oder zumindest ist es häufig irgendwie so. Oder man denkt dann, wenn es eigentlich gut geht, dass ja irgendwas besser sein müsste und so weiter. Und ich finde, da ist gerade die Weihnachtsgeschichte unglaublich tröstlich, weil da geht ja quasi alles schief, was schief gehen kann. Und in diesem Totalen, es geht alles schief und es ist wirklich alles doof und es darf aber auch einfach alles doof sein. Also Weihnachten darf wirklich doof und katastrophal sein. Ja, also das finde ich einfach auch tröstlich, irgendwie mir das zu sagen. Also wenn das blöd ist und man hat das Bedürfnis, also ich habe auch mal einen Weihnachten durchgeheult, wenn man das Bedürfnis hat, weil irgendwas bedrückt, dann einfach rauslassen. Also einfach sein, der man ist und nicht irgendwie denken, es müsste anders sein. Es ist halt so, wie es ist. Und ich glaube, das ist so vielleicht eins vom Schwersten überhaupt, aber das auch an Weihnachten. Es ist halt so, wie es ist und so ist es gut. Ja, und dann ist es was so. Da denke ich jetzt, das ist ja so ein bisschen wie Schattenarbeit. Wenn man also fertig geheult hat, dann kommt was Neues. Also wird das Kind geboren sozusagen. Ja, ja, wunderbar. Danke euch für diese vielschichtige Betrachtung von Weihnachten. Ich hoffe, dass es den Menschen, die das hören oder anschauen, auch inspirierend sein kann. Und wenn sie sich mit euch in Verbindung setzen oder mit mir, gerne. Gerne. Vielleicht können wir gemeinsam singen. Leider geht es noch nicht auf Zoom so richtig, sonst würden wir das gemacht haben. Okay, danke und bis zum nächsten Weihnachten. Bis zum nächsten Mal, Heidi. Hab's gut. Tschüss, Sandra. Tschüss. Ciao. Tschüss.